Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 von City Skylines. Ja, da sind wir in unserem Spiel wieder drinne und wir machen uns als erstes mal auf den Weg in der Pause noch, bis wir alle unsere Häuser hier abgerissen haben, die leer stehen. Da haben wir eins. Da oben ist auch noch eins. Ich glaube, das ist es, genau. Hier ist auch noch was. Oh, das ist ganz schlecht, wenn hier was ist, weil dann haben wir Strommangel, glaube ich, oder wie war das? Okay. Da fehlt es aber immer wieder an diesen Arbeitern, ne? Da liegt der Müll am Bahnhof, der müsste abgeholt werden. Und hier oben sind noch mehr Hütten, die abgerissen werden müssen. Oh, das war ein paar zu viel, aber ich glaube, es ist auch egal. Die wachsen sowieso wieder nach. Und dann fehlt es nachher auch wieder da dran, ne? Obwohl das weniger geworden ist mit den Arbeitern, ne? Mülldeponien, ach, da hatten wir auch noch so ein Problem, ne? Das letzte war hier die Schule, die wir gebaut haben. Ich glaube, jetzt sind wir da erstmal mit besser geworden. Hier sind natürlich riesige Blocks gebaut worden. Ist ja auch nicht schlecht auf der einen Seite. Okay, da müssen wir schauen, ne? Wie wir da weiterkommen. Da können wir ja mal gerade in die Bildung reinschauen. Ist jetzt die Grundschule. Ist hier verlangt. Das funktioniert ja gut. Ist da auch verlangt. Und die sind da alle zufrieden. Hier ist ein bisschen schlecht mit Grundschule. Das würde bedeuten, hier muss noch irgendwo eine hin, ne? Aber da ist irgendwie auch hapert's ein bisschen mit freien Flächen, ne? Ja. Hier wäre so richtig, ne? Puh. Ich glaube, hier auf der Ecke ist am besten, ne? Komm, zack. So, Grundschule ist jetzt, glaube ich, überall zugange. Müssen wir dafür laufen lassen? Ich glaube ja, damit das besser aussieht, ha? So, Grundschule gibt es überall. Da oben wollen wir keine Grundschule, wegen den nicht gebildeten Arbeitern, ne? So, wie sieht's mit denen aus? Okay, dann ist schon wieder da ein Bereich, wo es noch ist. Ist nur die Frage, wenn ich da oben die mit einer U-Bahn oder so anbinde. Oh, wir haben Stromprobleme auch noch. Dann würde es gleichzeitig wieder bedeuten, dass da auch welche zur Schule gehen können, glaube, ne? Ja, Uni haben wir auch. Reicht ziemlich weit überall hin, aber nicht überall. Hier unten fehlt's. Gut, da müssen wir dann überlegen. Wie sieht's mit der Buslinie aus? Hm, die würden sich hier bestimmt auch noch darüber freuen, eine Buslinie zu haben. Sollten wir das vielleicht tun? Ich glaube, wir können mal hier eine hinmachen. Da eine. Da eine. Hier ist vielleicht auch nicht schlecht. Ne, die nehmen wir nicht mit, sondern nehmen die mit. Nehmen die mit. Fahren da lang. Dort lang. Wo geht denn hier noch was? Kommen wir nicht darüber, ne? Wo fahren die denn jetzt? Ah, das ist über die Straße rüber. Okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und lassen uns da schließen, ne? Gut, haben wir noch eine Buslinie mehr, die auch ganz gut fährt, denke ich. So, sonst wo noch eine Buslinie hinmachen?
Hier fährt einer, da sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Hier auch. Hier ist noch was machbar, ne? Oh, Strom. Lass uns erst den Strom machen. Ja, ich mache hier noch eine hin. Gut. Weiß nicht, ob es reicht, aber sollte. Ach, können wir ja oben links sehen, ne? Ja, ist erstmal besser. Jetzt gehen wir wieder in den Bus rein. Den wollten wir ja hier noch machen, ne? So. Dann lass uns mal vom Bahnhof an starten. Dann können die da umsteigen in dem Sinne. Ja, halten wir da einmal an. Kommen vielleicht hier lang. Gibt es hier noch eine Haltestelle, die ich mitnehmen könnte? Da, aber nee, die gefällt mir dann nicht. Nehmen wir die. Hier ist eine U-Bahn-Station. Würde vielleicht Sinn machen, dahin. Dann hier lang. Dort lang. Und schon freuen die sich hier alle. Fahren hier rein. Fahren dort rein. Hier lang. Hier können wir einen hinmachen. Dann vielleicht hier noch einer hin. Dort wieder zurück. Und dann schließen. Passt. So, noch eine Linie. Wie sieht's hier hinten aus mit Buslinie? Ach, da ist schon eine U-Bahn zum Arbeiten hinzufahren. Okay. Dann kann das auch so bleiben. Fährt auch. Gut, dann sollten wir vielleicht von hier noch. Wo ist denn hier die Straße? Da noch einen Bus nehmen. Der vielleicht dahin fährt. Dahin fährt, aber hier ist jetzt keine Kreuzung, wo ich sagen kann, der fährt zurück. Das ist schlecht. Weil wenn ich jetzt hier mache, der fährt ja ewig weit, ne? Ne, das ist jetzt gerade abzubrechen. Das funktioniert nicht, weil wir nicht darüber kommen. Können wir die wegmachen? Ja. Gut. Gut. Und dort schließen wir sie wieder. Passt. So, noch was hier hinten. Nö, die können erstmal so laufen. Das bleibt erstmal so, das ist erstmal okay. Bildung hatten wir. Ja, Kriminalität sieht super aus hier. Ist alles im grünen Bereich oder im türkisen, würde man jetzt sagen. Lassen wir erstmal so. Feuertechnisch haben wir natürlich ein paar Probleme mehr wahrscheinlich. Hier hinten zum Beispiel. Sollte die Feuerwehr hier hin? Bei der Schule, ich glaube ja. Da können wir vielleicht eine Feuerwehr hinbauen. Das wäre eine große Wache. Die ich hier aber gar nicht hinbauen würde. So. Ja, das denke ich mal war schon eine gute Idee. Hier ist natürlich auch so ein Problem. Da noch eine Feuerwache hin. Ja. Ja. Hier hinten ist es ein bisschen schwierig, aber das bleibt so. Da haben wir, da haben wir. Dann wäre hier noch was mit Feuerwehr, ne? Da gefällt sie mir aber überhaupt nicht, ne? Da geht sie nicht hin. Okay, das kommt später dann noch. Lassen wir da erst weg. So, Gesundheit. Das Krankenhaus am Rande der Stadt und Friedhof haben wir auch. Krematorium noch.
So wie das aussieht, ist es relativ flächendeckend bis auf hier. Ich glaube, dann machen wir das mal hier hin. Noch ein Arzt. Gut. Die haben nicht, aber das wird auch später kommen. Ja, einen Friedhof haben wir da. Ja, man müsste hier irgendwo noch einen hinmachen, ne? Ich glaube, wir machen hier noch einen hin. Gut. Ach, da war schon einer. Aber ich glaube, der war auch nötig da. Ja, da sind auch noch ein paar Stellen, die das bräuchten, ne? So, Müllproblem, das müssen wir nochmal angehen. Warte mal, da gucken wir erstmal, wie die Verteilung hier ist. So, voll. Muss also raus. Entleerung. 73%. Lassen wir die Entleerung sein, dass das erst wieder funktioniert. Wie sieht's hier aus? 15% voll, 14% voll. Dann lass die eine mal entleeren. Wie schaut es hier aus? 71% voll. Und dann lass die noch laufen. Hier unten war noch eine. 100% voll, das heißt, der muss entleert werden. Der Friedhof braucht noch Wasser und hier fehlt uns dann definitiv noch an einer Deponie, einer Mülldeponie. Ja, gucken wir mal, wohin. Da oben sind zwei, die habe ich noch gar nicht gesehen, glaube. Das ist schon mal schön. Da müssen wir uns noch kümmern. Ja, Mülldeponie, Mülldeponie. Ja, wenn dann hierhin, ne? Komm, eine geht noch. Gut. Wasser war da noch irgendwo beim Friedhof. So. Dann kommt da auch Wasser hin. Ne, die Mülldeponie braucht kein Wasser. Gut, lassen wir so. Sonst soweit erstmal gut. Mit dem Wasseranschluss, denke ich. Hier fehlen noch ungebildete Arbeiter. Da müssen wir uns unbedingt noch drum kümmern. Gucken wir mal, dass wir die hier nochmal hinkriegen. So passt's. Ja, vielleicht machen wir hier tatsächlich so. Nee, das wäre doof. Wo ist denn jetzt hier dann der nächste Schlitz? Kann man gar nicht sehen, dann echt doof jetzt. Gut, lassen wir erstmal so. Machen da Wohngebiete hin. So, ist erstmal gut. Das auch noch und das auch noch. Obwohl da schon wieder eine Straße sein müsste. Ja, passt. Gut, nochmal hier drauf. Löschen, kachelweise. Und das mal weg wegen der Straße, die da noch kommen wird. Gut, okay. Die brauchen definitiv Wasser. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Und zwar denke ich mal hier rein. So, war's das? Ja, das war's erst. Gut, können wir so lassen. Sollte funktionieren in irgendeiner Form.
So, hier fahren ganz viele Autos. Ne, da sind Müllwagen, die da gerade fahren. Okay. Keine Ahnung, wo die da so rumfahren. Gut, das ist unser kleines Städtchen. Funktioniert erstmal wieder ein bisschen weiter. Gleich 20.000 Einwohner. Ich glaube, da steigt es auch. Oder wie war das? Naja, aber ich würde erstmal einen Schnitt machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.